Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Expeditions. Ja, wir müssen scannen. Jetzt gucken wir mal und hauen mal den Allrad rein und fahren mal los. Was haben wir hier? Handel. Nö, das brauchen wir alles noch nicht. Oh, ich könnte noch mal tanken. Zusatz, nee, geht nicht. Brauche ich da den Tank irgendwie noch? Okay. Kann ich. So. Baumodul. Also, das muss ich versorgen, ne? Kostet vor allen Dingen richtig Geld. Erkunde die Gegend mit einem Seismographen. Der Seismograph kommt bei geologischen Expeditionen zum Einsatz. Die Entfernung zu den Zielpunkten wird oben rechts im Bildschirm angezeigt. Du bestimmst die Ausrichtung. Bei einer Entfernung von weniger als... keine Ahnung, wird ein akustisches Signal ausgelöst. Wenn die Entfernung zum Punkt weniger als beträgt, können Sie mit dem Scannen beginnen. Das... nicht mal die Anleitung stimmt. Da fehlt die Entfernung. Es fehlt einfach die Entfernung. Nicht mal das kriegen die hin. Wie setze ich den denn ein? Tab-Geräte, ne? Drohne, Fernglas, Winde. Muss ich erst noch da in die Richtung fahren, oder? Bis ich am Ziel bin, oder was? Ziel kann jetzt natürlich überall sein. Okay, die Richtung ist falsch. Und das ist bei SnowRunner ja ähnlich. Nur, dass hier halt die Anleitung von Return-Taste bis... das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, nicht mal das haben die hingekriegt. Wie kann man so ein Spiel... und jetzt? Ich habe nur den Echoloten hier. Das hilft mir aber nicht weiter. Muss da nicht auf den Zentimeter genau dort sein, oder doch? Ah, jetzt. So, haben wir. 308 bis zum nächsten Punkt. Sehe ich den so ungefähr? Nee. Nicht mal ungefähr, aber das ist okay. Wie gesagt, bei SnowRunner nicht anders. Ah, die Richtung stimmt schon mal nicht. Wir müssen in die Richtung hier. Gucken wir mal. Schon merkwürdig, die Aufgaben sind ähnlich wie in wie in
Snowrunner, aber sie haben überhaupt nicht den Reiz wie in Snowrunner. Das ist schon... Hoppala. Ich weiß ja nicht, wie euch das... Ich meine, es gibt ja auch einige bei euch, die das spielen, glaube ich. Wie geht's euch denn da mit dem Spiel? Würde mich mal interessieren. Ist es die Frage, müssen wir oben oder unten lang? Oben oder unten? Wir probieren mal oben. Scheint mal gar nicht so verkehrt zu sein. Scheint ja mal nicht so falsch zu sein. Wenn wir Pech haben, müssen wir halt wieder hoch. Aber ich hoffe mal nicht. Also auch soundtechnisch finde ich, kann es Expedition Snowrunner nicht das Wasser reichen. Und das will schon was heißen, weil Snowrunner selber soundtechnisch nicht an Matuan herankommt. Okay, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Okay, dann können wir zum Hauptquartier. So, die 5 Expeditionen haben wir. Jetzt könnten wir Arizona oder wir machen Karpaten. Aber ich glaube, da fangen wir jetzt mal Arizona tatsächlich an. Wählen wir mal aus. Unerwarteter Fund. Das ist alles... Breaking Bad abschließen. Wo ist denn das? Hä? Freie Fahrt. Breaking Bad abschließen. Wo findet da ist es? Schutzmaßnahmen abschließen. Wollen die mich irgendwie veräppeln oder was? Vom Himmel gefallen abschließen. Rechte Hausbesetzer abschließen. Eroberung des Grenzlandes abschließen. Wo finde ich das? Hier ist nicht einer freigeschaltet, oder? Das ist doch ein Scherz, oder? Nicht eine einzige Quest kann ich hier machen?
Haushaltsloch. Karpaten. Haben wir mal doch die Karpaten. Da haben wir zumindest den Prolog. Das ist die einzige, die ich machen kann, nehme ich an, ne? Ja, logisch. Wo war die jetzt? Hä? Wo war der Prolog jetzt? Da. Moment, das gucke ich aber gerade mal noch. Ist hier wirklich alles? Oder habe ich das nur übersehen? Eroberung des Grenzlandes, die können wir machen. Ah, okay, ne, dann machen wir die. Passt. So, wir brauchen... Das hier ist der erste ernsthafte Auftrag. Die Regierung hat eine Ladung in der Nähe unseres Stützpunktes verloren und bittet darum, sie zurückzubringen. Du kannst sie im Stützpunkt abliefern und dann überlegen wir uns, wie wir sie an den Empfänger schicken können. Wir brauchen Bodenanker und Stellschraube und einen Scout. Den fügen wir hinzu. Den Don, aber nicht den da, sondern den fügen wir hinzu. Dann den fügen wir hinzu. Passen wir aber an, der kriegt jetzt die Pritsche wieder. So, und dann haben wir den Kollegen hier noch. Da würde ich entweder den Tutz, den machen wir glaube ich hinzu. So, und dann brauchen wir einen noch, der Bodenanker kriegt. Das Modul kann eigentlich runter, oder? Ich lasse es, glaube ich, mal drauf. Den passen wir mal noch an, weil hier kann ich jetzt, glaube ich, das Rockcrawler-Paket draufpacken. Sehr gut. Die Sperre haben wir. Verlängerte Winde habe ich kein Geld für. Ah, vielleicht kann ich die verkaufen. Dann sollten wir das Geld für die verlängerte Winde haben. Wobei ich muss jetzt gerade erstmal gucken. Ich brauche den Bodenanker hier. 1500. So. Okay. Das sieht gut aus. Sollen wir noch einen Logistiker einstellen? Haben wir nochmal... Machen wir, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen... Scout haben wir. Starten wir die Expedition. Ich habe vergessen zu gucken, wo ich die Fahrzeuge aussetzen muss. Aber gut. Besuche die Abfahrt aus der Basis. Dann gehen wir mal, starten wir ihr mal einen Besuch ab. Gucken, ob es Kaffee und Kuchen oder sowas gibt. Hallo, Ausfahrt aus der Abfahrt aus der Basis. Wie geht's dir denn? Besuche den Aussichtspunkt. Dann besuchen wir den Aussichtspunkt.
So, abgeschlossen. Suche einen Weg nach unten. Da könnte man natürlich den einfach nehmen. Man runter ist ja in der Regel einfach. Frage ist meistens, wie kommt man unten an? In welchem Zustand? Scannen starten. Ja, auf die Idee wäre ich jetzt auch gekommen, dass wir da runterfahren können. Man glaubt es kaum. Dieses Totem weist zum sicheren Weg. Sollte hilfreich sein, also halte die Augen offen. Das hätte ich vielleicht sogar noch alleine rausgefunden, weil das ist von hier aus schon zu sehen, dass es da runter geht. Aber gut. Aber gut. Ist hier irgendwas Interessantes? Oh, da ist ein Flugzeug. Da sollten wir hin. Würde ich mal behaupten. Da haben wir einen Aufstieg entdeckt. Okay. Da würde ich hinfahren wollen. Wo fahren wir denn da am besten lang? Tatsächlich hier oben und dann da rüber und dann da hinten hoch. Das klingt, glaube ich, nach einem guten Plan. Oh, 93% haben wir aufgedeckt. Neue Freunde. Achso, das sind Aufgaben. Haben wir den Aufstieg. Na, dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Das Flugzeug interessiert mich. Ups, falsche Richtung. So. Da kommen wir runter. Und dann können wir hier dem Weg folgen. Bom, bom, bom. Da müssen wir hoch. 93% aufgedeckt. Wäre mal interessant, wo die anderen 3% noch sind. Ne, 7. Nicht 3. Aber ich fahre jetzt erstmal hier hoch. Dann können wir nochmal das Fernglas einsetzen. Vielleicht kriegen wir dann die 100 voll. Aufstieg entdeckt. So. Schick. Also eine Aufgabe, so wie das aussieht. Neue Mission entdeckt.
So Great Outdoors dreht hier eine Wildtierserie, aber sie brauchen einen geschickten Helfer, um die Kameras in bekannten Lebensräumen aufzuhängen. Folgen wir mal. Finde einen Luftabwurf zur Aufstockung der Kamerafalle. Das machen wir aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Diese ist jetzt nämlich um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.